Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aurich TV. Heute am Donnerstag, 10. September. Und wir haben drei Themen für euch. Und Hauptthema natürlich gleich, wie wir gestern berichtet haben, Waldorfschule, dazu gleich mehr. Opener, ich traf gerade Marco Bordasch, den Geschäftsführer vom Auricher Verkehrsverein, und habe mal gefragt, na Marco, wie sehen denn die Buchungssituationen aus fürs Weihnachtsgeschäft? Ihr wisst ja, Aurich ist sonst immer sehr gut frequentiert, was Weihnachtszauberbesuche von Gruppen angeht. Und da war Marco sehr traurig und sagte, ja, das ist dieses Jahr ein Riesenproblem. Wir haben fast überhaupt keine Anfragen von Gruppen. Jetzt September, Oktober läuft ziemlich gut. Aber was Weihnachten angeht, sind sie wohl sehr, sehr vorsichtig, die Gruppen und die Reisenden. Also da sind wir mal gespannt, was das wird. Brennpunkt dieser Tage, die Esenser Straße. Wir haben euch hier mal ein paar Bilder zusammengestellt. Ja, das ist ja schon eine richtige Hochsicherheitszone. Überall sind Wachleute, die verhindern, dass man irgendwo abbiegt, irgendwo reinfährt, wo man nicht reinfahren darf. Und dann hat man natürlich auch noch heute diese ganze Zufahrt zur Bundeswehr, zum Bundeswehrgelände dicht gemacht. Also auch die Wohnhäuser da drüben sind nicht erreichbar. Die Anwohner suchen jetzt natürlich dann auch Parkplätze. Ich habe vorhin mal kurz geguckt, da ist auch gegenüber ein Gebrauchtwagenhändler, der dann auch ein bisschen hilft und sagt, okay, wenn ich Platz habe, könnt ihr hier parken. Aber auch da gibt es offensichtlich immer wieder ein bisschen Probleme, was so den Informationsfluss angeht, dass keiner genau weiß, wann macht eigentlich jetzt wer welche Lücke zu. Vielleicht kann man das noch während des Baus jetzt ein bisschen optimieren. Ich meine, da sind ja auch noch andere Anlieger. Was ist mit der Aral-Tankstelle? Was ist mit Mazda oben? Was ist, wenn die alle nicht mehr anfahrbar sein sollte? Da muss natürlich eine Möglichkeit geschaffen werden. Unser Hauptthema ist die Fortsetzung von gestern. Ihr wisst, wir hatten berichtet über das Thema Corona-Tests bei der Waldorfschule. Ja. Natürlich liegt es uns fern, irgendwelche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesundheitsämtern zu diskreditieren und auch anzuschwärzen und böse zu sein. Und natürlich wollen wir auch keine Panik verbreiten. Das wollen wir hier mal jetzt ganz deutlich machen. Aber was wir natürlich berichten wollen, ist der Fakt, dass hier mindestens ein Kind ohne Einverständnis der Eltern getestet wurde. Und da gibt es ganz, ganz klare rechtliche Abläufe, wie sowas abzulaufen hat. Das heißt, man muss auch bei solchen Corona-Tests, muss man die Eltern nach einer Einverständniserklärung fragen. Das hätte auch nicht unbedingt die Schule machen müssen, das hätte das Gesundheitsamt machen müssen, die auch den Test durchgezogen haben. Und offensichtlich sind ja sehr wohl alle überrascht worden von diesem ganzen Thema und waren auch ziemlich überfahren davon. Und wenn wir das rechtlich jetzt weiterspinnen, wie gesagt, eine Verpflichtung der Einverständniserklärung der Eltern muss zwingend vorliegen. Die liegt im vorliegenden Fall nicht vor, de facto nicht. Und dann muss man natürlich, wenn man das jetzt weiterspinnt, sogar das Wort Körperverletzung in den Mund nehmen, weil, wenn man es ganz scharf betrachtet, die Kinder auch, wenn man ihnen mit diesen Teststäbchen in den Rachen hineingeht, auch Halsschmerzen bekommen, das tut weh. Seelische Grausamkeit ist zwar laut Rechtsbegriff nicht so anwendbar, aber spätestens dann, wenn körperlich etwas weh tut, dann kommen wir schon sehr leicht in den Bereich der Körperverletzung. Wir wollten diesen Fall schildern und wir haben deswegen auch heute Nachmittag mit der Mutter telefoniert, haben mit ihr ein Interview gemacht, ganz einfach, um auch nochmal einige Nachfragen zu stellen. Die hatten wir gestern zwar auch schon gestellt, aber damit das auch jeder von euch dann mitverfolgen kann, hier ist das Interview, das dauert ein paar Minuten, hört es euch gerne bis zu Ende an. Hier ist das Interview mit der Mutter des Kindes, das ohne Genehmigung getestet wurde. Wir halten den Namen der Mutter, der uns natürlich vorliegt, genau wie die Kontaktdaten und die Telefonnummer, im Moment mal geheim. Die Familie befindet sich in Quarantäne aktuell, weil es gibt ja mögliche Verdachtsmomente etc. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass diese Familie dann von irgendwelchen Leuten einem Shitstorm ausgesetzt wird. Fakt ist, das sagte mir die Mutter vorhin noch am Telefon, sie haben jetzt einen Rechtsanwalt beauftragt mit der Prüfung dieser Angelegenheit und werden auch dagegen vorgehen. Hier das Interview im Einzelnen. Wussten Sie, dass bei Ihrem Kind ein Corona-Test vorgenommen werden sollte? Nein, wir wussten gar nichts davon. War das angekündigt? Nein, also bei mir war gar nichts angekündigt. Sie berichten uns von aufgebrachten und verängstigten Klassenkameraden. Scheinbar waren die Testungen nicht so einfach, wie man wohl annehmen könnte. Ich
weiß, ja, das hat mein Sohn mir berichtet, dass ein Mädchen bitterlich geweint hat in der Klasse. Sie wollte diesen Test nicht machen. Es muss wohl vor dem Test gewesen sein. Sie hatte große Angst davor. Und die Kinder waren sehr, sehr eingeschüchtert natürlich, ja, von der Aufmachung dieser ganzen Geschichte, dass die in voller Montur, Infektionsschutzmontur und solchen Schutz, dort begegnet wurden. Und es muss wohl sehr überrumpelnd gewesen sein, weil das Ganze um 10 Uhr wohl kommuniziert wurde in der Klasse durch die Klassenlehrerin. Und um 10:30 waren die Kinder wohl soweit schon mit den Testen durch. Ja, also es ging ja überschlagbar schnell, wirklich. Gab es eine Chance, als sorgeberechtigte Mutter dieser Testung beizuwohnen? Auf gar keinen Fall, weil ich um 11.03 Uhr erst den Anruf von der Schule erhalten habe, ich müsste meinen Sohn abholen. Dann bin ich ein bisschen erschrocken gewesen, ist was passiert? Nein, ist nichts Schlimmes, das Gesundheitsamt war hier, die 4. Klasse muss in Quarantäne gehen, die wurden gerade alle getestet und jetzt müssen die nach Hause. Und dann bin ich natürlich ins Stocken geraten, ich so, was wurde getestet, wie wurde getestet? Ja, und dann kamen die mit dem Paragraphen 29 Infektionsschutzgesetz, das Gesundheitsamt wäre ja dort gekommen vormittags und alle Kinder der 4. Klasse und auch einige Lehrer müssten getestet werden. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gesagt, warum wurde ich vorher nicht informiert? Dann hieß es, sie konnten mich nicht erreichen, was nicht stimmt. Ich hatte mein Handy die ganze Zeit bei mir und wir waren auch zu Hause. Also das Haustelefon war auch frei. Es war kein Anruf von der Schule oder vom Gesundheitsamt bei mir zu verzeichnen, bis um 11.03 Uhr. Es hieß, es ist schon alles passiert. Sie müssen ihr Kind abholen. Das heißt, man hat sie auch nicht rechtlich aufgeklärt. Man hat sie gar nicht informiert. Gar nicht. Gar nichts. Ich bin so geschockt dann ins Auto und wollte meinen Sohn abholen. Ja, und in der Schule war dann auch kein Gespräch möglich, weder von der Lehrerin noch von der Schulleitung. Die konnte ich gar nicht antreffen. Und das Gesundheitsamt war auch 10 Minuten, bevor ich da war, anscheinend verschwunden. Ja, alle haben sich rar gemacht. Die Lehrerin war sehr panisch, hat mich auch dann so ein bisschen der Schule verwiesen, weil ich ja so reingelaufen bin ohne Mundschutz. Sie war sehr panisch, hat die Kinder auch ja ermahnt, sofort alle Masken aufsetzen und sie müssen die Schule verlassen. Und ich sage, ich möchte meinen Sohn jetzt wohl abholen. Ich bin geschockt und was ist hier gerade passiert? Ja, und dann hieß es bloß, wenden Sie sich an die Schulleitung, wenden Sie sich ans Gesundheitsamt, bitte die Schule jetzt verlassen. Oh, ja. Also es war sehr schockierend für uns, muss ich ehrlich sagen. Wissen Sie, ob ein Richter diese Maßnahme angeordnet hat? Nein, das weiß ich nicht. Ein derartiges behördliches Handeln muss ja immer verhältnismäßig sein. Hat man Ihnen nicht angeboten, Ihr Kind vorher freiwillig in Quarantäne zu nehmen? Nein. Also vorher wurde eh ja gar nichts gemacht. Es ist ja mir erst im Nachhinein nach vollendeter Tatsache mitgeteilt worden. Und beim Gespräch mit dem Gesundheitsamt-Mitarbeiter habe ich dann er sprach davon, alle müssen sich testen lassen, wenn ein Verdacht besteht, laut wieder diesem Infektionsschutzgesetz. Und daraufhin habe ich geantwortet, dass ich das grob fahrlässig finde, was dort passiert ist. Und meiner Meinung nach, das nicht stimmt. Ich hätte die freie Wahl gehabt, mein Kind 14 Tage in Quarantäne zu nehmen. Und das hätten wir auch ohne weiteres machen können. Und das blieb aus. War Ihr Kind gestern oder heute symptomatisch für Corona, also Husten, Fieber, Atemprobleme? Nein, gar nichts. Er ist kerngesund, das habe ich dem Gesundheitsamt-Mitarbeiter auch gesagt. Also ja, kerngesunder Junge. Er war gestern natürlich nach dem Test schwer traumatisiert. Das ist passiert. Ja. Geschockt, traumatisiert. Wir haben eine schlaflose Nacht hinter uns. Es wurde sehr viel geweint hier in der Familie. Er versteht die ganze Welt nicht mehr. Er sagt, warum darf ich das Haus jetzt nicht verlassen? Ich habe doch nichts getan. Das ist so die Konsequenz, die wir jetzt gerade hier tragen müssen. Wie ist diese Untersuchung abgelaufen? Hat Ihr Sohn das berichtet? Ja, ihm wurden dreimal ein
so ein Teststäbchen aus einer milchigen Flüssigkeit, so sagte er mir, in den Hals geschoben, ziemlich weit unten. Er fasste immer unten an den Hals, es tat ihm gestern auch stark weh. Okay. Dann habe ich gefragt, warum dreimal? Ja, die Sachen, ich hätte so ein bisschen weggezogen, aber meine Zunge dann bewegt. Ja, und es tat natürlich weh. Aber das war auch meine erste Frage. Ich bin wirklich auch dankbar dafür und auch froh, dass das kein Nasentest war, weil darüber habe ich einfach sehr schlimme Videos gesehen. Ja. Das war ein Rachenabstrich, aber dieser wurde bei ihm dreimal gemacht. War das bei anderen Kindern auch so ähnlich? Hat Ihr Sohn da was berichtet? Er konnte nur von einem Jungen erzählen, der auch vorher zu ihm sagte, können wir nicht einfach aus dem Fenster und abhauen, kommen wir rennen schnell weg, sagte er. Haben die beiden sich aber dann nicht getraut, was natürlich klar ist. Bei dem Jungen ist anscheinend das viermal gemacht worden. So haben die beiden Jungs sich unterhalten darüber. Der hätte wohl die ganze Zeit weggezogen und so ein bisschen dabei geräuspert und gehustet. Und da mussten die wohl viermal das machen. Gab es in der Klasse bereits Verdachtsfälle oder Kinder mit Symptomen? Ist Ihnen da was bekannt? Ich weiß nur von dem Gesundheitsamtmitarbeiter, dass ein Geschwisterkind in dieser vierten Klasse ist. Allerdings seit dem 28. August in Quarantäne mit seiner Familie, weil sein Bruder anscheinend positiv auf Corona getestet wurde. So wurde mir das vom Gesundheitsamt am Telefon gestern mitgeteilt. Und daraufhin haben die jetzt gesagt, 2 Tage vor Quarantäneende, wir müssen jetzt schnell die vierte Klasse von diesem Geschwisterkind testen. Denken Sie aufgrund der Umstände, dass es unbedingt erforderlich und angemessen war, die Kinder in der Schule zu testen? Nein, auf gar keinen Fall. Es war meiner Meinung nach ziemlich traumatisierend für einige. Man hat es auch ja gemerkt, ich als Mutter habe es sogar gemerkt an dem Kollegium. Die Schulsekretärin war sehr aufgeregt, aufgelöst, auch ein wenig überfordert. Sie saß damit, alle zu informieren, anscheinend telefonisch, hatte das Telefon gar nicht mehr still. Wir sind ja anscheinend vergessen worden zu informieren, wenn ich das mal so sagen kann. Und auch die Lehrerin kam mir sehr gestresst, sehr überfordert vor. Die waren alle sehr geschockt. Auch die Kinder saßen da sehr traurig und geschockt und ja. Sie sagten eingangs, die Gesundheitsamtsmitarbeiter wären da in voller Montur aufgelaufen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Weiße Schutzanzüge? So in der Art hat unser Sohn das erzählt. Also er sagte so einen kompletten, er hat so wie Astronautenanzüge beschrieben. Okay. Aber ich weiß es halt selber nicht, ich habe die ja nicht gesehen. Und zu der vorherigen Frage muss ich noch sagen, dass der Gesundheitsamtmitarbeiter gesagt hat, dass anscheinend bei einigen Kindern in der Klasse Corona-Symptome sind. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, nicht, aber das möchte ich halt jetzt nicht irgendwie jetzt unterschlagen. Das hat er mir mitgeteilt. Das sind Corona-Symptome gewesen, wohl bei einigen Mitschülern in der Klasse. Ich habe ihm mitgeteilt, dass unser Sohn diese besagte Familie noch nie gesehen hat. Ja, aber das konnte er ja auch vorher nicht testen oder wissen, weil gar keine Information irgendwie stattgefunden hat. Ja, ihr Lieben, das waren doch ganz eindrucksvolle Worte. Ich war da selber etwas erstaunt nochmal, als ich dieses Interview vorhin aufgezeichnet habe, als ich die Fragen nochmal gestellt habe. Also da scheint doch einiges im Argen zu sein. Und natürlich müssen jetzt alle möglichen Stellen versuchen, die ganze Sache runterzuspielen und klein zu reden und natürlich auch dann zu versuchen, Aurich TV in ein unseriöses Licht zu rücken. Das kann man gerne tun, das können wir ab. Aber die Fakten, denke ich mal, sprechen hier ganz klar für sich. Und wie gesagt, da können alle anderen Stellen behaupten, was sie wollen. Fakt ist, hier wurde ein Kind getestet. Fakt ist, hier gab es keine Einverständniserklärung der Eltern. Und ich finde das ganz schlimm, wie man Kinder dann quasi einen Riesenschrecken einjagt und Angst einjagt, wenn da plötzlich Männer in Raumanzügen in einem Klassenraum stehen und sagen, so, jetzt mal alle antreten zum Corona-Test. Also ich weiß nicht, wir reden über 9- und 10-jährige Kinder. Das ist ganz sicherlich
sehr, sehr, sehr schlecht gelaufen. Mehr möchte ich da an dieser Stelle gar nicht so sagen. Bildet euch euer eigenes Bild, kommentiert gerne, teilt gerne und in dem Sinne, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Themen gibt es in dieser Stadt reichlich und wir sehen uns. Macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Ciao, tschüss.